Bea, das Frühstück ist fertig. Ich muss da mal was vorlesen, pass auf. Ach, du hättest die Eier aber auch wirklich selber rausnehmen können. Weiß ich, wie lange die Biester kochen. Na, wozu habe ich denn den Eierwecker gestellt? Ich habe keinen Wecker gehört. Na, kein Wunder, wenn du in deine Zeitung guckst. Setz dich mal hin und hör mir zu. Ach, wir haben keine Zeit. Pass auf. Niemand investiert eine Fabrik oder auch nur eine Fertigungsstraße, um Arbeitsplätze zu schaffen. Immer geht es um die Frage, ob die hergestellten Güter so ertragreich sein werden, dass die Gesamtinvestition rentabel wird. Die Anzahl der Arbeitsplätze ist dann in der Investitionsrechnung eine Folge technisch-betriebswirtschaftlicher Überlegungen. Hast du das mitgekriegt? Entschuldige, ich habe das gar nicht gestellt. Dachte ich mir doch. Also, was denkst du? Ist das ein Zitat aus einer DKP-Zeitung oder aus einem kapitalistischen Wirtschaftsmagazin? Keine Ahnung. Überleg nicht lang. Sag, was du denkst. DKP. Falsch. Das Zitat stammt aus dem Magazin Blick durch die Wirtschaft. Manchmal sind die Unternehmer unheimlich aufrichtig, wie du siehst. Früher habe ich solche Sätze an die Tafel geschrieben. Ohne Kommentar. Und habe sie analysieren lassen. Aussage, Wahrheitsgehalt, politische Richtung. Heute würden sie mir sofort kommunistische Unterwanderungsabsichten unterstellen. Wer? Wer? Zum Beispiel der Mann von Kumi, den ich heute im Unterricht hocken habe. Hast du heute eine Lehrprobe? Die letzte vor den Ferien. Also, was werde ich machen? Ich werde mir den hübschen Satz abschminken. Aber wieso denn? Du kannst doch beweisen, woher er kommt. Ach, das nützt mir doch gar nichts. Wenn die ein Haar in der Suppe finden wollen. Ach, pass doch auf den Lack. Eine verdammte Scheißlackiererei. Seit Tagen kann man sich nicht mehr in der Wohnung bewegen. Ist nichts passiert. Ist schon fast trocken. Also, was ist nun? Kommen deine Eltern oder kommen sie nicht? Ich werde schon kommen. Weil nämlich sonst die ganze Sache hier für die Katz war. Für die Katz? Also wenn du glaubst, ich habe das hier nur für meine Eltern gemacht, dann irrst du dich aber. Ich habe das für uns gemacht. Aber Bea, für mich brauchst du keine Schränke anzumalen. Dann habe ich es eben für mich gemacht. Also Ei ist natürlich knochenhart. Ach, dann schmeiß es doch weg. Ich zieh mich jetzt. Was denn? Willst du nichts essen? Nein. Warum nicht? Mir ist schlecht. Ich habe Kopfschmerzen. Wegen dem verdammten Lack, der macht ja noch ganz deppert. Meinst du? Aber sicher. Das Lackfarbenübelkeit hervorrufen ist doch bekannt. Bin halb froh, wenn das Zeug aus der Wohnung ist. Lass uns doch nicht immer streiten. Aber Bea, wir streiten doch gar nicht. Das sind doch eine harmlose Meinungsverschiedenheit im Vergleich zu früher mit der Uschi, hm? Komm, iss was. Meine Oma hat mir früher auch immer Brote geschmiert, wenn ich nicht essen wollte. Deine Oma ist eine ganz patente Frau. Wenn die Große kommen würde. Wenn wer kommt? Die Große, meine Oma. Dann würde ich mich freuen, aber so. Nur mal keine Bange. Deine Eltern schaffen wir schon. Guten Abend. Und frag nach deinem Urlaub. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass unsere Anzeige 4-52 Balsaöl in Ihrer Abfüllnummer denkbar schlecht platziert wurde. Punkt. Der auf der gleichen Seite untergebrachte Bericht über Schadstoffe in Sonnenöl hat die Werbewirksamkeit unserer Anzeige nicht nur aufgehoben, sondern ihr im Gegenteil ein Negativ-Image. Ach.
Fräulein Seligmann, wenn Sie zum Arzt wollen, dann sollten Sie das jetzt tun. Sie können die Mittagspause mitbenutzen. Die kann ich dann wohl schon mitnehmen. Ja. Ach ja, Fräulein Seligmann, da fällt mir ein. Ich habe so den Eindruck, dass mit Ihrem Urlaub, das wird wohl nicht klappen. Wieso nicht? Kommen Sie mit nach draußen. Selbstverständlich steht Ihnen der Urlaub zu. Der Haflinger meint nur, da Sie doch keine schulpflichtigen Kinder haben. Aber ich habe einen Freund, der ist Lehrer und dessen Ferien fallen genau mit den Schulferien zusammen. Wissen Sie, wenn ich sagen könnte, dass Sie verheiratet sind, dann könnte ich es ja noch mal probieren. Sind Sie angemeldet? Ich meine, ob Sie bei Ihrem Arzt angemeldet sind, damit Sie nicht so lange warten müssen. Sie können Ihrem Haflinger bestellen, dass ich kündige, wenn ich den Urlaub nicht kriege. Das würde ich mir aber sehr überlegen. Sie können froh sein, dass Sie bei uns einen gesicherten Arbeitsplatz haben. Ich pfeife drauf, wenn ich mich dafür krumm machen muss. Sie haben doch selbst gesagt, dass mir der Urlaub zusteht. Wir werden sehen, Fräulein Seligmann. Nein, ich lebe mit jemandem. Ich lebe mit meinem Freund. Und was macht er? Ich meine beruflich. Stimmt also. Ich bin schwanger. Also machen Sie mal nicht ein so entsetztes Gesicht, Fräulein Seligmann. Wir werden noch einen Test machen, obwohl ich mir eigentlich sicher bin. Sicher? Ja, natürlich. Was macht Ihr Freund nun beruflich? Er ist noch nicht verheiratet. Nein, aber es geht nicht. Was soll nicht gehen? Sie sind eine gesunde, junge Frau. Sie werden ein gesundes Kind zur Welt bringen. Das ist etwas sehr Schönes. Sie müssen sich nur erst an den Gedanken gewöhnen. Auch für das Kind ist eine junge Mutter etwas sehr Schönes. Scheiße, Jungfrau. Bitte, ich habe Sie nicht verstanden. Nein, ein Kind ist doch kein Grund zum Weinen. Ist nur, weil ich muss doch mein Englischexamen machen. Und ich komme mir doch auch noch viel zu jung dafür vor. Sie gehen jetzt erstmal nach Hause und besprechen die Angelegenheit mit Ihrem Freund. Sie werden sehen, die Sache sieht dann ganz anders aus. Wie weit ist es? Ihre letzte Periode war? Von 8. bis 12. Juni. Na, dann wird es die 5. oder 6. Woche sein. Sagen Sie meiner Sprechstundendame, dass wir noch einen Test machen wollen. Sie müssen jetzt viel Obst essen und viel spazieren gehen. Aber da kann man doch noch was machen. Ich meine, bis Anfang 3. Monat... Hören Sie mal, wenn Sie mit einer solchen Erwartung zu mir gekommen sind, dann sind Sie bei mir an die falsche Adresse geraten. Ich bin kein Anhänger des reformierten Paragraphen 218. Aber wie kann ich denn mit so einer Erwartung zu Ihnen gekommen sein, wenn ich gar nichts gewusst habe? Ich weiß auch nicht, was Sie wollen, Fräulein Seligmann. Ich bin nicht der liebe Gott. Ich bin auch nicht der liebe Gott. Aber trotzdem sehe ich, dass Sie ein Arsch sind. Ihren Krankenschein. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Krankenschein vorbeizubringen. Thank you.
waren nämlich ganz tolle Revolutionslieder. Ach, lass mal Revolutionslieder. In unserer Situation heute, da habe ich immer das Gefühl, ich wichs mir einen ab und hinterher gucke ich traurig in die Röhre. Hey! Als der Dampf sich dann verzogen, lag der Rechtsstaat auf dem Boden. Lebend. Gottlob, das genügt. Doch er hat was abgekriegt. Das ist nicht schlecht. Und für die Zensur haben sie dann dem Högner vor die Tür gepinkelt. Das finde ich so heiß. Dafür haben die schon zugeschlagen. Die beiden sind nämlich bis auf Weiteres zwangsweise vom Unterricht befreit. Ach zu Gott. Beate, grüß dich. Bea, ich denke, du bist erst am Abend zurück. Ich wollte nur noch mal kurz den Schrank schauen. Du, pass auf, das tropft. Wie lange bist du denn schon da? Hast du die Jungen verpfiffen? Nein, einer aus meiner Klasse hat gepetzt. Sag mal, wie kommst du überhaupt darauf, dass ich das getan haben könnte? Du weißt doch ganz genau, dass ich zu meinen Schülern halte. Ich käme nicht mehr auf die Idee. Unser Rolfi ist zwar ein kleiner Feigling, aber Denunziant ist er denn doch keiner. Nett von dir, dass du mir das noch zugestehst. Und warum ein kleiner Feigling? Wenn du mir das ein wenig präzisieren könntest. Mein Lieber, lass den Sack mit den ollen Kamellen zu. Wir hatten ihn gerade so hübsch zugebunden. Wieso ollen Kamellen? Du hast hier und jetzt behauptet, dass ich ein Feigling bin. Und ich möchte eine Erklärung von dir, wie du zu dieser Meinung kommst. Und ich möchte jetzt was essen. Ich habe nämlich Hunger. Und deswegen werde ich mich jetzt auf keinen Fall von dir provozieren lassen und ich werde dir auch nichts erklären. Habt ihr kein Brot? Hier. Danke. Ich möchte nur wissen, wo du diese beschissene Überheblichkeit her hast. Das möchte ich wirklich gern wissen. Das hast du dich 7 lange Jahre gefragt und du hast es nicht herausgefunden. Lass es doch einfach als ungelöstes Rätsel im Raum stehen. Den Teufel werde ich tun. Deine Rätsel sind mir scheißegal, ob die nun im Raum stehen oder auf einer Müllkippe vergammeln. Es interessiert mich einfach nicht mehr. Aber das ist doch sehr vernünftig von dir, mein Lieber. Mann, bist du beknackt. Ihr seid widerlich. Ihr seid ekelhaft und widerlich. Findest du nicht, dass du zu ihr gehen solltest? Ich? Wieso denn ich? Du bist doch diejenige, die mal alles besser weiß. Du bist doch die Feministin mit dem großen Verständnis für das Leiden der Schwestern. Arschloch. Schön hast du es hier. Richtig gemütlich. Komisch. Ich habe das nie geschafft, mich hier so auf Dauer einzurichten. Irgendwie war bei mir immer alles so ein bisschen Provisorium, weißt du? So auf Abbruch. Ach, lass mich in Ruhe. Ich bin schuld an dem Krach, das weiß ich schon. Ist blöd, dass man da nie rauskommt. Irgendwie rasten die alten Mechanismen immer wieder ein und dann geht's halt los. Ja, ein Bett. Manchmal passiert das halt auch. Dabei will ich ihn eigentlich gar nicht mehr. Das hat sicher was zu tun mit so alten Vertrautheiten. Vielleicht auch mit irgendwelchen unerledigten Dingen zwischen uns. Ja, ich kann es mir eigentlich gar nicht anders vorstellen. Hör auf! Entschuldigung. Passiert das oft? Es passiert nicht wieder. Ich werde erstmal nicht mehr hierher kommen. Also das finde ich scheiße. Du, das finde ich überhaupt nicht scheiße. Wir machen uns eh noch was vor, das können wir ebenso gut auch lassen. Bea, der Rolf liebt dich, nicht mich. Glaubst du? Soweit er dazu in der Lage ist,
Ja. Wie meinst du das? Du, wir haben da alle unsere Grenzen. Magst du mich nicht mal besuchen? Ich fände es schön. Wir haben nie so richtig miteinander geredet. Vielleicht. Kannst du was nicht lesen, Schätzchen? Ich muss dir was sagen. Oh, bitte nicht jetzt. Ich brauche das Material morgen früh. Schau, ich finde es auch viel besser, wenn wir erstmal ein bisschen Abstand von der Sache kriegen. Dann lass mich dich nur was fragen. Also bitte, frag. Du hast doch gesagt, dass du mich liebst. Und dass du die Uschi nicht mehr liebst. Warum schläfst du dann mit ihr? Du meine Güte, Bea. Ich war 7 lange Jahre mit ihr verheiratet. Da bestehen noch Vertrautheiten. Auch Sympathien. Die flackern dann auf und dann bleibt nur Asche, nichts weiter. Glaub mir doch, die Uschi ist auch längst woanders. Die ist mit ihrem Beruf liiert. Und einen Feministenstich hat sie auch. Das geht gar nicht mehr. Wirklich. Was soll ich denn nur tun, dass du mir glaubst? Heirate mich. Bea, du kennst ja meine Einstellung zu diesem Thema. Was soll denn das bringen? Weiß ich nicht. Aber ich habe doch meinen Eltern geschrieben, dass wir heiraten werden. Das ist ja auch in Ordnung. So war es doch abgemacht. Ja, ich wollte sie ja auch nur beruhigen, aber... Aber? Ich will einfach selber wissen, wie das ist, wenn man verheiratet ist. Beschissen wäre. Das weißt du doch. Na, das weiß ich nicht. Du sagst zwar immer, dass es so ist, aber davon weiß ich es noch lange nicht. Ich bin fest davon überzeugt, wenn Uschi und ich nicht geheiratet hätten, dann wären wir wahrscheinlich heute noch zusammen. Die Ehe ist der Tod der Liebe. Liebst du sie noch? Nein. Aber wenn ich dich jetzt heiraten würde, wird das Gleiche nochmal ablaufen. Was soll das also? Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn ihr ein Kind gehabt hättet. Das glaube ich nicht. Warum? Weil die Realität anders aussieht. Guck dich doch um. Meine Klasse zum Beispiel. Die Hälfte der Jungen kommt aus geschiedenen oder kaputten Ehen. Ich will aber ein Kind. Aber nicht von mir, Bea. Ich will kein Kind. Willst du nie ein Kind? Nein. Ich halte es für unverantwortlich, in dieser Zeit Kinder in die Welt zu setzen. Die Zukunft wird so trist und so unmenschlich sein. Ich müsste meinem Kind gegenüber ein permanent schlechtes Gewissen haben. Ach, woher weißt du denn das mit dieser unmenschlichen Zukunft? Das ist abzusehen, Bea. Eine Welt, die mit Atomreaktoren vollgestellt ist, die muss überwacht sein. Und zwar total. Die muss bis in den letzten Winkel durchorganisiert sein. Da gibt's keine Freiheit mehr. Noch nicht mal das, was die heute Demokratie nennen. Warum spielst du dann Lehre? Warum lerne ich Englisch? Wofür das alles? Das kann ich dir auch nicht sagen.
Komm, Schätzchen, tu doch nicht so, als ob du schläfst. Lass mich. Ich wollte die junge Dame eigentlich nur fragen, ob sie mir das gemeinsame Lager aufgekündigt hat, weil ich es ablehne, mit ihr auf Standesamt zu gehen. Ich wollte nur mal allein sein. Ich will aber nicht allein sein. So, ich habe mir überlegt, wenn die dir deinen Urlaub nicht genehmigen, dann lass du den Job einfach sausen. Ach, die Sache läuft doch schon längst. Das Haus auf Formentera ist zu groß. Selbst wenn meine Schwester mit dem Gehirn antanzt, haben immer noch massig Platz. Also, dass deine Schwester Kinder hat, hätte ich mir noch nicht gedacht. Warum soll sie denn keine Kinder haben? Weil du sie ja bestimmt schon längst ausgeredet haben wirst. Hör mal, meine Schwester ist ein ganz anderer Mensch als ich. Sag mal, ist dir schlecht? Jetzt nicht mehr. Du warst gestern auch schlecht. Mhm. Hast du dir auch übergeben müssen? Ja. Ist doch gar nicht möglich. Das kann doch gar nicht sein. Wieso kann das nicht sein? Hast du selbst gesagt, dass die Farben gesundheitsschädlich sind? Ja, aber doch nicht so. Wie denn dann? Du, das sieht verdammt nach der Schwangerschaft aus. Hörst du mich? Ja. Hast du deine Tage nicht gehabt? Nein. Du musst sofort zum Arzt gehen. Oh, mein Handtuch. Wenn es so ist, dann behalte ich das Kind. Bist du verrückt, Schätzchen? Hör endlich auf mit deinem blöden Schätzchen. Aber echt, das ist doch Wahnsinn. Willst du dir deine ganze Zukunft kaputt machen? Du zählst das doch nur um deine eigene Zukunft. Mach dir doch nichts vor. Also darum gestern Abend die Arie von wegen Uschi und ich hätten ein Kind haben müssen. Mann, jetzt geht mir überhaupt mein Licht auf. Bea, vielleicht ist alles eine Einbildung. Mit dem Lichtnummer ist doch gar nicht möglich. Du schluckst doch jeden Tag die Pille. Nein, tue ich nicht. Schon wochenlang nicht mehr. Dann spinnst du? Das Zeug ekel ich mich einfach an. Es kann doch nicht normal sein, dass man jahrelang mit einer künstlichen Schwangerschaft durch die Gegend läuft. Ist doch einfach krank, was die Leute sich da für die Frauen ausgedacht haben. Dafür bist du jetzt vielleicht wirklich schwanger. Sag mal, weißt du überhaupt, was eine Abtreibung kostet? Doch. Vielleicht können wir das auf Formentera machen. Ich glaube, meine Schwester kennt da jemanden. Du hast überhaupt nichts begriffen. Überhaupt nichts. Du musst das erstmal zum Arzt gehen. Vielleicht ist alles nur halb so wild. Weil Shehan halt dachte, wenn einer mehr als eine Person ist, dann lohnt sich das schon. Ich meine, Lori kauft sich einer schon mal ein Schnittbrot, aber zu zweiter rentiert sich das ja gar nicht. Kommt es ja viel zu teuer. Und beim Brotschneider, das erinnere ich noch, da hast du dich schon ab und zu mal in den Finger geschnitten. Da kennst du sie wieder. Das ist wie uns, wenn nicht. Mhm. Kennst du schon wieder, gell? Aber inzwischen hat es ganz viele Verbesserungen. Also der Motor, der läuft jetzt so leise, den hörst du kaum noch. Schinken kannst du auch damit schneiden. Also selber backen hast du den nicht, gell? Nein, habe ich nicht. Also ich hab das jetzt nicht so gemeint, gell? Ich meine, das könntet ihr ja gar nicht. Ihr seid ja alle zwei berufstätig. Ich hab halt bloß gedacht, dass das vielleicht inzwischen verlernt wird. Das wäre auch nicht weiter schlimm. Danke mal. Schöne Maschine. Also das ist jetzt schön. Ist praktisch.
Zeigst du mir jetzt die Wohnung? Du, ich kann dir gar nicht viel zeigen, ist ja kaum was drin. Macht doch nichts. Du weißt, dass wir immer für dich da sind. Und wenn du erst verheiratet bist, nachher... Lustige Farbe. Bisschen wie ein Laubfrosch. Der Rolf hat nämlich hier früher in der Kommune gelebt und von daher ist der Schrank. Ach, so ist das. Mach dir mal die Tür auf, bitte. Schnell. Ja. Also das redet jetzt nicht, was das ist. Hm. Ich dachte Kaffee. Sieht aus wie... Aber nichts verraten, Herr Sekunde. Ein Fernseher. Auf was, das glaubst jetzt du das hier? Also, seine Mutter sieht man auf die alte Scherk. Aber ein Fernsehgerät habt ihr doch sicher schon. Da haben wir keinen, wollen wir auch nicht. Du, Bea, ich glaub's Wasser kocht. Ach, das finde ich aber jetzt sehr vernünftig, was Sie da sagen. Herr Rolf, also ich habe einen jahrelangen Kampf mit meiner Familie gekämpft. Ist ja die einzige Seuche. Hast du ja auch gewonnen, Lore. Na, redst du nun immer noch oder gibst du es auf? Mir fällt nichts mehr ein. Na, dann wollen wir mal. Kaffeemaschine hätte ich auch brauchen können, aber schon grillen. Das ist besser. Gegrilltes Fleisch ist ja viel gesünder als bratenes, gell? Schön Infrarotgrill. Aha. Ganz was besonders Gutes. Kann man überall hinstellen. Da drüben geht's. Also. Da drüben geht's passen. Oh, kannst du nur hinstellen, wo du grad magst. Ja. Dankeschön. Früher da, habe ich hier und da mal eine Musikanlage besorgt, auf Bestellung. Ja, aber heute habe ich sie auf Lager. Was ein gewisses Risiko mit sich bringt. Aber im Moment sind die Leute wie verrückt auf große Anlagen. Scheint ja immer noch eine ganze Menge Geld unter den Leuten zu sein. Tja, ich weiß nicht. Arbeitslose haben wir schon genug im Ort. Meinst du, dass den Herrn Rolf die Elektrobranche interessiert, der Einzel? Sagen Sie doch, Rolf, zu mir, Frau Seligmann. Bitte. Ja, Herrn hat bloß gemeint, weil der doch Lehrer ist, der Rolf. Oh doch, das interessiert mich schon. Außerdem bin ich noch kein Lehrer, ich bin Referendar. Und ob ich jemals Lehrer werde, das ist noch die Frage. Ach so, aber... Jetzt habe ich geglaubt, dass Lehrer und Referendar, das wäre dasselbe. Beim Klausel in der Schule gibt es doch viele Referendare, die wo sich Lehrer nennen. Ein Referendar ist ein Lehrer auf Zeit, der befindet sich noch in Ausbildung. Ich habe mein Studium nämlich über den zweiten Bildungsweg gemacht, Frau Seligmann. Sag jetzt auch Annelore zu mir. Das ist nett, danke. Mach mal hier mal einen Kaffee. Nein, danke schön, danke schön. Papa. Mein Liebe, acht. Danke, danke dir. Ja. Wenn ich was fragen darf, Rolf, dauert es noch lang mit der Ausbildung? So Gott will, habe ich es im Januar geschafft. Ich bete für Sie, dass alles gut geht. Für den Rolf brauchst du nur wirklich nicht zu beten. Wissen Sie, Annelore, ich glaube, mein Direktor ist da jetzt schon anderer Meinung als Sie. Wieso? Konsequent auf der Seite der Schüler zu stehen, schon das ist heutzutage nicht mehr ganz ungefährlich. Da hat sich gerade so eine kleine, banale Geschichte zugetragen. Wir haben eine Schülerzeitung in der Schule. Ach so, eine Zeitung, die wenn Sie in der Schule beim Leusle auch gehen. Ja. Mhm. Und zwei Jungen aus meiner Klasse, die wollten da ein Gedicht veröffentlichen. Das ist ihnen dann vom Direktor untersagt worden, was den Jungen unheimlich gestunken hat. Und weil sie sich nicht anders zu wehren wussten, haben sie dem Högner, das ist der Direktor, dem haben sie dann vor die Tür gepinkelt. Und euch das wahr? Mama, was ist denn, Bea? Ich
wollte euch nur sagen, ich werde den Rolf nicht heiraten. Was? Wer? Ja, aber warum denn? Sie sollen die Wahrheit jetzt endlich erfahren. Aber das ist doch alles noch völlig unklar. Sonnenklar ist alles. Die Ehe ist keine Versicherung auf Liebe und Geborgenheit. Im Gegenteil, die Ehe zerstört die Liebe, weil sie Abhängigkeiten schafft, die nicht gut sind und zerstörerisch wirken. So ist es doch, oder? Keine Angst, Rolf. Ich will nicht abhängig sein. Ich will endlich auf meinen eigenen Füßen stehen. Und deswegen werde ich den Rolf auch nicht heiraten. So, jetzt könnt ihr weiterquatschen. Also, das muss irgendwie an der Stadt liegen. Mir hat es nie was ausgemacht, von deinem Vater abhängig zu sein. Na, na, Lolle. Immerhin hast du dein eigenes Geschäft. Nur ja, wenn das Geschäft nicht gewesen wäre. Steht schon in der Schrift. Die Frau sei dem Manne untertan. Und dass es bei euch gerade umgekehrt ist, dass Papa nämlich dir untertan ist. Also das kannst du doch gar nicht beurteilen, Bea. So, Bea, wirklich? Also ich fühle mich deiner Mutter nicht untertan. Wirklich nicht. Also du entschuldigst dich jetzt sofort bei deinem Vater, ja? Aber auf der Stelle. Ich entschuldige mich nicht. Für überhaupt nichts. Ich habe genug von eurer Kultur. Also dass man seine eigene Tochter nicht wiedererkennt, das ist schon arg. Es ist schon recht, Bea. Es ist schon recht, wie du es machst. Ich verstehe dich schon. Was soll denn das? Nichts. Du hast dich verdammt beschissen benommen. Deinen Eltern gegenüber und auch mir gegenüber. Ich habe mich angestrengt. Ich habe mich bemüht. Dann lässt du so eine idiotische Provokation los. Für mich war es die Wahrheit. Sag doch keinen Scheiß. Wahrheit. Das ist schon Wahrheit. Sag mal, bist du verrückt geworden? But I like it! Bea, lass uns doch vernünftig sein. Hm? Ach. Geh morgen bloß zum Arzt, damit wir endlich Bescheid wissen. Ich brauch nicht zum Arzt. Was denn? Hast du etwa deine Tage? Nein. Ich weiß, dass ich schwanger bin. Seit wann weißt du das verdammt nochmal? Seit Dienstag. Und wie lange? Bist du taub oder was? Seit Dienstag, da war ich beim Arzt. Sag mal, bist du so blöd oder tust du nur so? Ich möchte wissen, welchen Monat du bist. Anfang 2. Okay. Dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Also, gleich nach 10 werde ich meine Schwester anrufen. Ich irre mich bestimmt nicht mit dem Arzt, den die da vor Mantera an der Hand haben. Wir können aber auch warten, bis wir wieder zurück sind. Ich habe für Mittwoch gebucht, Bea. Ich komme nicht mit. Moment mal, willst du 3 Wochen hier in der Wohnung herumhocken und Trübsal blasen? Das ist meine Sache. Also irgendwie finde ich das schon ganz grotesk. Kaum bist du schwanger, benimmst du dich auch schon so. Launisch und unberechenbar, wie die Schwangere aus dem Bilderbuch. Was soll denn das heißen? Das ist meine Sache. Das soll heißen, dass es meine Sache ist, ob ich das Kind bekomme oder nicht. Ich will mich nicht mehr länger von dir beeinflussen lassen. Es geht dich nichts an. Aha. Es geht dich nichts mehr an, weil ich dir nicht mehr glaube. Ich glaub dir nicht mehr. Dein moralisches Getue.
Dein ewiges pessimistisches Geschwätz, dass es sich nicht zu leben lohnt in dieser Scheißwelt. Du lebst ja selber in dieser Scheißwelt. Es bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Wieso? Jeder kann sich umbringen, wenn es ihm nicht mehr passt. Aber du lebst ja ganz gern. Mach dir doch nichts vor. Na, hör aber auf. Ich bin gleich fertig. Ich werde mich allein entscheiden. Ohne dich. Ich werde mich für mich entscheiden. Ganz allein. Bravo. Dein Gequatsche hört sich an wie aus Uschis Emanzen-Nähkästchen. Möchte wissen, wer den Kuchen aufessen soll. Es hat mit Uschi überhaupt nichts zu tun. Die weiß überhaupt nichts davon. Okay, dann entscheide dich mal. Allein und für dich. Die Litanei kenne ich auswendig. Herbeten kann ich sie dir, wenn du willst. Ich werde dir nicht im Weg stehen. Aber ich lasse mir von deiner Hysterie meinen Urlaub nicht vermiesen. Ich fliege, nur damit du klar siehst. Arschloch! Viele ledige Mütter in meinem Alter. Außerdem kriegt man ja doch vom Staat eine Unterstützung. Ich habe mich da erkundigt. Mhm. Ganze 300 Mark und ein paar zerquetschte, ich weiß. Auch. Ich will das Geld ja auch gar nicht. Ich will ja arbeiten. Ich glaube, ich werde auch was finden, hoffe ich. Vielleicht als Auslandskorrespondentin oder so. Naja, vielleicht verdiene ich dann auch mehr. Ja, mein Englischexamen muss ich noch vorher machen. Aber ich schaffe das schon. Und dann nehme ich mir eine Wohnung und das Kind kommt zu einer Tagesmutter. Du, das gibt's jetzt. Das sind Hausfrauen, die passen tagsüber auf Kinder auf. Und wenn es 3 Jahre alt ist, dann kann es in den Kindergarten kommen und dann wird alles ein bisschen leichter. Naja. Vielleicht kann ich bis dahin so gut Englisch wie du, dass ich Übersetzungen machen kann. Du, von meinen Übersetzungen könnte ich kein Kind ernähren, Bea. Du glaubst, es geht nicht? Ich weiß nicht. Jedenfalls bleibst du jetzt erst bei hier. Sag mal, willst du das Kind wirklich haben? Glaubst du nicht, dass du es noch haben willst, weil es der Rolf nicht will? Nein, das hat mit dem Rolf überhaupt nichts zu tun. Ich habe dir zwar vorhin wahnsinnig viel erzählt, aber im Grunde genommen weiß ich selber noch nicht, was ich machen werde.